Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute gibt es wieder ein Rezept aus der Kategorie Jana und der kleine Franzose. Ich möchte euch zeigen, wie ich heute einen Wikingertopf zubereite. Inspiriert wurde ich durch die Zeitschrift Rezepte mit Herz. Gramm Rinderhack werden in den Mixtopf gegeben. Hinzu kommt ein Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Paprika, ein Teelöffel Senf. Das Ganze wird bei der Knetstufe verrührt. So sieht die Hackfleischmasse nun aus. Daraus werden kleine Bällchen geformt und in einer Pfanne kräftig angebraten. Etwas Öl wird in einer Pfanne erhitzt. Das zurechtgeschnittene Backpapier wird angefeuchtet und in den flachen Varoma-Boden gelegt. Die angebratenen Fleischbällchen werden auf dem flachen Varoma-Teil verteilt. Ein Liter Wasser wird angegossen. Und der Varoma-Aufsatz wird aufgesetzt. Bei Dampfgaren 25 Minuten. Der Varoma wird abgenommen und die Flüssigkeit wird weggegossen. Eine Schalotte und eine Knoblauchzehe werden in den Mixtopf gegeben und 10 Sekunden bei Stufe 6 zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Zwiebelmasse nach unten geschoben. 50 Gramm Butter werden zugegeben.
bei Einstellung anbraten. Wir verkürzen die Zeit auf 2 Minuten. Wird das Ganze angebraten. Ein Esslöffel Mehl wird zugegeben und 3 Minuten bei der Aromastufe angeschwitzt. Drei Minuten Aromastufe. 300 ml Milch werden angegossen und 200 ml Sahne, eine Prise Zucker und eine Prise Muskat kommen hinzu. Und 1 Teelöffel Gemüsebrühe. Das Ganze kocht 5 Minuten, 100 Grad bei Stufe 2. Mama. Ma sure. Ha?